Hallo zusammen und willkommen zurück zu meinem Kanal. Wer neu ist, hallo, ich bin Julianne. Ich bin seit 5 Jahren hier in Deutschland und ich mache heute noch ein deutsches Vlog. Ich habe geplant ein bisschen was für diese Wochenende. Heute ist Samstag morgen. Ich dachte, wir könnten zum Garden Center gehen, ein bisschen draußen sitzen und pflanzen, aber der Wetter hat andere Ideen. Es regnet die ganze Wochenende durch. So mal schauen. Vielleicht können wir trotzdem zum Gartenmarkt. Ich hatte eine Idee für eine DIY Osterfrühlingsdekor. Dass ich möchte machen, vielleicht morgen ist der Wetter besser. Mal schauen. Heute meine große Ziel ist Frühlingsputz. Zuerst muss ich aufräumen und dann kann ich Frühlingsputz. Ich habe schon gestern Abend angefangen. Ich habe dann die Wäsche gewascht und auch die Spülmaschine gefühlt. Aber weil heute Samstag ist, dann kann ich so die lautere Sachen machen, wie die Staubzauber. Am Sonntag, also, ist es, ich denke, so eine dunkel-orange, sagen die so im Deutsch. Das ist eher für Ampelfahren. Eine Grey Zone. An einem Sonntag die Hausarbeit zu machen. Normalerweise ist es nicht erlaubt. Für unsere Mehrfamilienhaus, ich weiß nicht genau, wie streng sie sind. Ich höre, dass die anderen Wohner hier ins Haus, die laufen die Waschmaschine, aber ich denke, die machen keine Staubzaubern am Sonntag. So, ich mache das heute, das morgen ist sehr ruhig für meine Nachbarn. Und wenn das Wetter ganz unschön ist und wir gehen nicht zum Gartencenter, dann habe ich auch eine andere Idee, was wir machen können. Für meine Kunstwand. Ich habe eine Bilderrahmen mit diesem Canvas-Stoff. Ich denke, es heißt auch Canvas im Deutsch. Ja, ich habe einfach eine Canvas und ich möchte etwas Neues draufmalen. Ich habe was gemalt vor ein paar Jahren. Aber es gefällt mir gar nicht. Ich denke, direkt nach ich habe es gemalt, habe ich es nicht gefallen. So, ich streiche die ganze Ding weiß und dann mache ein neues Bild. Etwas ein bisschen Buntes und Frühlings. Und ja, das ist dann vielleicht eine Idee für morgen. Gestern, wir waren eine kleine Einkaufs. Gestern waren wir einkaufen und wir haben dann gelaufen zu einem Markt in der Nähe von uns. Und dann wir haben auch gesehen, dass ein Haus hat so einen Tisch vorne mit verschiedenen Sachen einfach zu verschenken, etwas geschrieben zu verschenken. Und so wir haben dann ein paar Töpfe genommen. Zwei davon, die sind so pink und die sehen ein bisschen wie Schlüssel aus. Ich weiß nicht, ob die ein Loch haben, aber ich dachte, das wird schon etwas in die Wohnung zu haben. Ich weiß nicht. Ich denke, ich mache die nicht draußen. Da war auch dann zwei andere, die lasse ich draußen und vielleicht, wenn wir im Gartenzentrum gehen, dann kaufe ich etwas Schönes drin zu pflanzen. Ich mache es ein bisschen weiter jetzt mit der Frühlingsputz zuerst. Ja, also unsere Wohnzimmer ist nicht so schlimm. Ich denke, ich arbeite jetzt in der Küche.
Also es ist jetzt deutlich später. Wir sind nicht zum Garden Center gegangen. Es ist also jetzt hell, aber der Wetter heute ist wohl im Wechsel zwischen sonnig und dann starke Regen. Ja, so ich habe einfach die Wohnung geputzt. Ich habe probiert, eine echte Frühlingsputz zu machen, aber ich denke, das braucht viel Zeit. Und der Wohnung muss erst ein bisschen sauber sein oder zumindest ordentlich, dass du eine echte Frühlingsputz machen kann. Weil zuerst du musst deine normale Putzroutine machen und dann dazu die extra Sachen. Aber ich mache so Kleinigkeiten, dass ich nicht normalerweise mache. Wir machen jetzt ein bisschen Abendessen und wir sehen uns dann morgen. Guten Morgen und jetzt ist Sonntag. Es regnet wieder, aber ich war früh morgens schon wach. Ich weiß nicht warum, aber am Wochenende, ich bin manchmal früher als meine... Vor meinem Wecker wach. Ich bin vor meinem Wecker wach am Wochenende, aber ich habe keinen Wecker am Wochenende und ich möchte lang schlafen, aber es geht einfach nicht. Ich war heute um 5:45 wach schon. Ich habe alles gemacht. Ich habe den Rollladen runtergemacht. Das Zimmer war komplett dunkel. Aber trotzdem, ich bin um 6:15 wach. Und ich habe dann so eine halbe Stunde probiert, wieder zu schlafen. Ich konnte es einfach nicht. So, dann ich war wach und hat ein bisschen Strecken gemacht, hat ein bisschen Streckanleitung geschaut. Und dann habe ich gedacht, ah, es ist Sonntagmorgen. Das ist eine gute Zeit, joggen zu gehen. So, ich war dann joggen heute Morgen. Und im Ernst, ich finde, dass Sonntagmorgen sind die beste Zeit, weil es ist nur du und andere Leute, die joggen und dann ein paar Leute, die laufen ihre Hunde oder was. Und das war wirklich toll. Ich bin sehr stolz auf mich, weil ich habe eine, wie heißt das? Personal Best? PR, Personal Record. Oder gibt es eine deutsche Wort? Oder? Persönlichen Rekord. Persönlicher Rekord. Aber ich denke, meiste Deutsche, die nutzen einfach die englische Wörter, oder? Ja, aber persönlicher Rekord ist schon, muss man sagen. Ja, so. Mein Ziel war einfach weiterlaufen als die letzte Mal. Das war vor 2 Wochen, weil letzte Woche ich war nicht joggen und ja, es war einfach mein Ziel ein bisschen weiter und ich habe dann viel weiter gelaufen. Ich habe aber einen Weg gefunden, das komplett flach war, keine Hügel und ich möchte einfach prüfen, okay, wie weit kann ich laufen und das war cool. Ja, ich denke, so eine Strecke joggen war ich in die letzten 5 Jahren nicht. Das war ein gutes Gefühl. Und jetzt meine ganze Körper ist sehr müde und ich sage Tschüss und wir sehen uns nächstes Mal in einem Monat, weil ich mache dann jeden Monat ein deutsches Vlog. Die anderen sind immer noch Englisch. Und meine Frühlings-DIY kommt dann in die nächste Vlog. So, wenn du das sehen möchtest, dann bitte abonnieren, subscribe und wir sehen uns später. Tschüss!